Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Frostpunk. Ein neues Szenario wurde veröffentlicht und das werden wir uns gemeinsam anschauen. Der Fall von Winterheim. Sozusagen war Winterheim nicht die ursprüngliche, oder nee, die Stadt, die als neues Zuhause gelten sollte, aber dann zerstört war? In diesem Szenario erfahren wir vielleicht wieso. Wir haben eine große Stadt erbaut, um den langen Winter zu überleben. Nun müssen wir gegen die Zeit kämpfen, um sie und unser Leben vor dem herannahenden Unheil zu bewahren. Entschuldigung. Wir werden es einfach versuchen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich werde nicht irgendwas daran einstellen, wir machen den Standardmodus. Gut. Mal schauen, was wir in diesem Szenario als Aufgaben bekommen. Gut zu wissen, dass zwei, okay. Metroidenschwamm. So viele Möglichkeiten, wie die Menschheit zugrunde gehen könnte. Ach du Heilige. Ziemlich lange Ladezeit, ne? Alles klar. Ich frage mich, wie das bei uns ablaufen würde. To whoever is out there, if anyone, know that we were here, we did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes, aware of the risks and the price to pay. We took our last chance. And we failed. Der Fall von Winterheim. Unser Generator arbeitet nicht richtig. Nachdem unser Anführer das Problem wochenlang ignoriert hat, trieben uns die unerträgliche Kälte und unmenschliche Repression dazu, uns gegen ihn aufzulehnen. Er gab nicht kampflos auf. Die halbe Stadt liegt nach den Kämpfen in Schutt und Asche. Nachdem der Generator notdürftig geflickt wurde, besteht deine erste Aufgabe als Anführer, darin Winterheim wieder aufzubauen und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine Zukunft hat. Dann wirst du in der Lage sein, der Ursache für die Fehlfunktion des Generators auf den Grund zu gehen. Rebellion und wir müssen es ausbaden. Ach du Schande. Der Lynchmob war aktiv. Ach du Schande. Unsere Einwohner leiden in dieser schlecht geplanten, hungernden, halb zerstörten Stadt. Sie müssen ihnen wieder Hoffnung geben und ihre Unzufriedenheit eindämmen. Als erstes sollten sie die verkohlten Ruinen entfernen lassen, um ihnen zu zeigen, dass es mit der Stadt bergauf geht. Unsere Ingenieure werden den Generator untersuchen, sobald sie sich um die aktuelle Krise gekümmert haben. Ach, du Schande. Gut. Jetzt müssen wir... Fünf und... Sind einige gestorben? Ruinen. Sind Überreste davon, die durch Feuer zerstört wurden. Sie können nicht einfach entfernt werden und verhindern Bau neuer Gebäude. Sie entfernen Kost, viel Zeit, gewinnt aber auch Stahl oder Holz. Ah ja, ist wie Haufen prinzipiell. Puh. Okay, zeig uns die Wärmesicht. Ach stimmt, der Generator, der funktioniert ja noch nicht. Wie viele Leute habe ich? Ich habe viele Leute. Ach du Schande. Und
Naja, viel Nahrung ist es nicht. Besonders da die Nahrung nicht produziert wird oder nichts davon gemacht wird. Ein Wirtshaus. Nein. Ein Speisehaus, das brauchen wir. Da können Kinder arbeiten. Gut, das arbeitet schon mal. Jagdhütte. Ja. Werkstatt. Ja. Forschung. Was können wir forschen? Wie sieht denn... Okay, es wird Kälte und dann wieder Wärme erstmal. Gut. Das haben wir schon. Rohstoffe, Kohleabbau. Okay, wir haben das Wichtigste. Schnelleres Sammeln. Das brauchen wir. Wenn wir die Ruinen abtragen müssen, dann brauchen wir schnelleres Sammeln. Moin, Dark Joker. Dark Card Joker. Gut, was haben wir hier draußen? Eine Sammelstelle. Moin, Terrorort. Eine Sammelstelle ist auch nützlich. Da können auch Kinder arbeiten. Moment. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Ja, das ist ein Problem. Wir haben eine Jagdhütte. Ja, wir brauchen Nahrung. Fast erreicht. Okay, das ist jetzt weniger ein Problem. Hier, Jagdhütte. Was haben wir hier? Kohlegenerator? Ja. Ah, ja, stimmt. Na, in dem sollten vielleicht nicht... Na, doch, Kinder. Dampfzentrum. Außer Betrieb? Warum? Egal. Ein weiteres Speisehaus. Ja, das Essen muss schnell in richtiges... Also die Rohnahrung muss schnell in richtige Nahrung umgemünzt werden. Das können wir gebrauchen. Kohle fehlt, kann das sein? Nein, Kohle haben wir. Was bedeutet das? Warum? Ja. Erst muss der Generator aktiviert werden, bevor die gehen. Sägewerk. Ja. Scheinbar ist Kinderarbeit erlaubt, weil ich kann hier überall die Kinder einsetzen. Außer hier Sanitätshäuser. Okay, die Sanitätshäuser sind wichtig, weil wir haben viele Kranke und wir kriegen jetzt auch viele Kranke durch die Kälte. Solange der Generator nicht aktiv ist, eine Sammelstelle. Ja, eine Sammelstelle ist gut. Ja, das ist gut. Die sollen hier diese Ruinen freischaufeln. Hier sollen Arbeiter arbeiten. Hier auch. Oh, hier gibt's viel Stahl. Und generell ist... Wobei, brauche ich das überhaupt? Wenn das aktiviert wird? Könnte sein, dass es auch ohne geht. Tja, im Wirtshaus. Ja, komm, dann arbeiten da auch welche. Das senkt die Unzufriedenheit ein bisschen. Puh. Alles klar, ich habe Nahrung, ich habe... Ja, ich habe viele Ruinen. Die müssen alle weg. Hey, listen! Danke fürs Followen, Terror. Ich muss jetzt erstmal... ich würde am liebsten die ganzen Ruinen auswählen. Ja, die Arbeiter müssen jetzt viel Ruinen sammeln. Was haben wir hier? Ein Vorratslager? Ein Vorratslager direkt an der Nähe? Na, da gibt's Besseres. Wir müssen jetzt sehr viel aufräumen. Oh ja, sehr viel aufräumen. Sonst können wir hier nichts bauen. Und wenn wir nichts bauen können, haben die Leute kein Zuhause. Wenn sie kein Zuhause haben, dann ist es sehr schlecht für die Gesundheit. Hier kriegen wir auf jeden Fall sehr viele Ressourcen. Wir machen hier erstmal so einen Block frei. Den sollen die Stahlruinen, ja gut. Auch die will ich haben. Ansonsten gibt es hier sehr viel Holz. Also diese Holzruinen sind das und... Puh, das alles erstmal in den Griff zu bekommen. Hölzerne Ruine. Riesig. Naja. Jagdhütte. Oh, da habe ich zu viele jetzt verteilt. Dann schickt man da auch Kinder raus. Ja, jeder muss anpacken. Also wenn die Not am
stärksten ist, dann müssen die meisten los. So, Kohlegenerator kennen wir. Produziert oder buddelt in der Erde und sammelt Kohle. So. Signalschaden, eine Einheit. Eine Edition. Ich habe schon welche unterwegs, kann das sein? Was ist mit denen? Was machen die? Außer Kinderarbeit? Nichts. Ja, prinzipiell in diesem Spiel, da geht es darum, hier Apokalypse, Eiszeit. Es gibt nur noch Generatoren und die Leute müssen überleben. Prinzipiell. Liefert viel Kohle von Kohlemine. Aha, wir haben eine Kohlemine, das ist interessant. Wetterwarte. Aufgewühltes Schneefeld. Landrednaut und Schneeklippen. Ah ja. Da könnten wir auch noch erkunden. Prinzipiell geht es darum, wir müssen in dieser sehr, sehr bösartigen Umgebung überleben. Und die Leute, die vielen Leute hier irgendwie am Leben, dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben. Und außerdem, dass dieser Generator, der jetzt leider nicht aktiv ist, ich kann ihn aktiv machen. Ach, ich dachte, der ist aus. Oder kaputt? Na dann. Zeig mir die Wärme an. Na, das geht doch. Zumindest draußen ist dadurch es wärmer. Halt, was haben wir hier? Hier, da können Leute arbeiten. Ja, die Behausung, wo Leute arbeiten können, müssen natürlich auch beheizt werden. Umso wärmer es ist in diesem garstigen Umfeld, umso besser. Das kostet zwar einiges an Kohle, aber da müssen wir einfach jetzt durch. Nur 23 Stunden übrig. Ach, das ist natürlich wunderbar. Tja. Dann schauen wir mal, wie wir das am Leben erhalten können, das Ganze. Das kostet viel Kohle gerade. Solange die nicht da drin arbeiten und keine Kohle fördern, kriege ich auch keine Kohle nach. Naja, gut. Das gefällt mir nicht, dass die Kohle so schnell rapide verschwindet. Guten Abend, Lucy Vera. Schön, dass du auch reinschaust. Na, City Skylines? Nicht wirklich. Also bei City Skylines kann man eher alles chillig machen. Hier ist es hart. Hier ist es richtig hart. Also es kann sein, dass ich jetzt gnadenlos untergehe, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ach, das sind alles Zelte. Okay, die sind alle okay. Und hier wird abgetragen. Dann kriege ich hier schön Ressourcen und... Oh, ich habe 4 Dampfkerne. Dampfkerne sind wichtig. Damit kann man schon was machen. Wie sieht es eigentlich mit Gesetzen aus? Anpassungen haben wir. Oder Zweck. Entweder der Zweck heiligt die Mittel, entweder wir werden autoritär oder wir passen uns an. Gegen uns finden wir gegen unzufriedene Hunger, Krankheiten und Apathie zu besiegen. Mach mal Anpassung. Okay, wir haben schon... Ja, tatsächlich, alle arbeiten, Kinderarbeit. Lebenserhaltung? Nee. Hoffnung steigt leicht. Ja. Werden zu Amputierten. Ah, das ist schlecht. Mahlzeit mit Sägemehlen? Nein, das brauchen wir auch nicht. Suppe? Ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Duellgesetz. Dauerhaft verringert. Jede spontane Verringerung. Manchmal sterben Einwohner. Hallo. Die Hoffnung sinkt leicht. Das ist nicht so gut. Okay. Schnaps ist immer gut. Schnaps. Oh ja. Die Unzufriedenheit wird durch Schnaps verringert.
Was ist hier? Warum bloß 67%? Ja, diese Einstellung stimmt. Da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Nahrungsmittel und Hunger. Ja, erklär mir das nicht. Wir wissen, dass wir Probleme haben. Das muss man mir nicht extra sagen. Die Arbeit beginnt, oder? Jetzt wird es auch notwendig. Die haben die ganze Zeit gar nicht angefangen. Frech. Dann legt mal los. Fördert ein bisschen Kohle bitte und so. Bam, 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 bam. Schön. So, die Tutorials brauche ich nicht. Jetzt kommt erstmal ein Trupp mit Kohle. Oder? Das Lager ist voll. Ja gut, das ist das kleinste Problem. Dass das Lager voll ist. Das kriegen wir hin. Hallo Schleicher. Jetzt mach dir mal weg. Mach dir mal das Zeug weg. Mach dir mal das Zeug hier weg. 2 pro Stunde. Und sammelt Kohle. Wo waren denn nochmal hier die Statistiken? Wirtschaft. Das hat sich ein bisschen verändert. Das ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Kohlebilanz. Die Kohlebilanz. Oh, schaut euch das an. Ich krieg mehr Kohle, als ich verbrauche. Das ist sehr gut. Nahrung. Das wiederum nicht. Du kommst bei der neuen Mission nicht weiter. Na, dann hoffe ich mal, dass ich dir weiterhelfen kann. Oder zumindest weiterkomme. Erstmal muss ich hier Stabilität reinbringen. So. Gut. Ein bisschen beschleunigen. Im Moment muss es einfach weglaufen. Es wird bald wieder ein bisschen kälter, 10 Grad kälter und das wird... das wird nicht schön. Das Blöde ist, wenn wir mehr... Ich brauche ein größeres Lager. Ein Lager. Oh, was ist denn das? Eine Grube im Schnee, in der Leichen abgelegt werden können, muss also damit die Leichen nicht verwesen. Das habe ich, glaube ich, nie genommen. Ja, ich könnte die ganzen Buden zu was Besserem aufrüsten. Häusern. Ja. Holz habe ich. Ich habe hier sehr viel Stahl, also Stahl habe ich. Was ist das? Stahlruinen. Das ist alles nicht so prickelnd. Ich muss die Kinder unbedingt einsetzen. Die Kinder müssen sich... Die Kinder sind sowieso... wobei Kinderarbeit ist erlaubt. In dem Szenario ist Kinderarbeit automatisch aktiviert, dementsprechend. Das heizt in der Nähe auf. Das bedeutet, hier können die auch wunderbar... Erfrieren sie wenigstens nicht. Schön. Noch mehr zum Sammeln. Ich brauche aber unbedingt ein Lager. Wo war das? Rohstoffe wahrscheinlich. Rohstoffdepot. Hier, das klatscht mir irgendwo weiter außen hin. Da. Sehr gut. Sehr gut. In dem Rohstoffdepot, so eine Grube ist mitten in der Stadt. Das ist nicht so gut. Was war das gerade? Du dumm. Was ist gerade passiert? Wahrscheinlich ist jemand gestorben. Bau. Ja, ich versuche zu bauen. Dort hinten muss gebaut werden. Bisschen schneller, bitte. Der Tag ist bald schon wieder rum. Ach, da. Das hat nur dumm gemacht. Wir müssen versuchen, das Kind zu retten. Ja. Hoffnung steigt leicht an. Das ist gut, das können wir gebrauchen. Wünschenswerte Entscheidung. Ja, die Kohleförderung ist dadurch deaktiviert. Das ist nicht so gut, aber naja. Schnelleres Sammeln. Rohstoffdepot-Auswertung. Mehr Lagern. Werden wärmer.
Was ist da am sinnvollsten? Außenposten, Nahrung. Fliegende Jäger war, glaube ich, sehr gut. Das ist... Na, wobei, Arbeiter haben wir sehr viele. Ja, ich glaube, fliegende Jäger war eine sehr geile Sache. Um mehr Nahrung zu bekommen. Weil Nahrung ist, glaube ich, echt eine Mangelware. Wir kommen zwar noch gerade zurecht mit der Nahrung, aber... Wie lang ist die andere Frage? Wo ist denn so eine Grube? Das ist eine Kampfarena. Das Speisehaus hat gerade nichts zu tun, weil, ja, Lager voll. Das ist ein luxuriöser Nebeneffekt. Was ich gebrauchen könnte, ist Überstunden. Gibt es die Regelung bei mir, dass sie bis 22 Uhr arbeiten oder hören sie um 18 Uhr auf? Wir haben noch keine einzige Ruine abgebaut, wie wir sehen können. Wir müssen erst die Ruinen loswerden. Und es wird jetzt demnächst schon dunkel. Kalt. Meine ich. Was haben wir hier? Oh, die sollten natürlich auch beheizt werden. Was ist das? Sägewerk. Aber das wird beheizt. Das ist gut. Also Rohstoffe technisch sollte ich eigentlich gut was bekommen. Ja, ja. Oh Gott, Holz habe ich massenweise. Kohle. Nee, Kohle passt schon. So, dann kann ich nämlich die Späher auch hier reinlassen. Transport von Kohle? Ja, die Späher sind da. Schön. Jetzt kann ich mit den Späheren... Die Kühe liefert alle bla bla bla. Ah, wobei. Moment. Mist. Ich hab gar kein Die haben... Das wird automatisch. Das wird automatisch mir gesendet. Das ist schön. Es gab auch irgendwo eine Übersicht, wo ich nochmal die Arbeiter sehen konnte, wo wer was dran ist. Die hätte ich jetzt gerne. Wo waren die Übersichten? Hier. Ja, das da genau. Das ist gut. Ich brauche stinknormale Arbeiter. Das ist welches Icon nochmal? Ja, die einfache Faust. Ihr zum Beispiel. Hier. Ich brauche mal 5 davon und dann kriegst du 5 hiervon. Weil die kann ich dann direkt zu Spähern machen. Oh ja. Und die Späher... Wetterwarte... Aufgewühltes Schneefeld. Warum sind das so komische... Felder. Warum sieht man da nicht scharf? Eine Landdreadnoughts, die uns bis hierher gebracht haben. Wir gehen zur Wetterwarte. Die hört sich interessant an. Danke, Schleicher. Sehr gut. Nur noch ein hat nichts zu tun. Frech. Gleich wird die Arbeit zu Ende sein. Ja, Freizeit. Ach so, wie jetzt? Ich kann in beiden Zweigen weitergehen? Das ist interessant. Nee, ach so. Moment. Das ist das, was ich brauche. Nein, das ist eine verlängerte Schicht. Das ist, was ich brauche. Die werden zwar draufgehen oder leiden darunter, aber naja, was kann man... Was soll man dagegen machen? Okay, jemand will noch was. Kalte Unterkünfte. Einige Unterkünfte. 2 Tage lang. Okay. Kriegen wir hin. Beheize einige in Unterkünften sichern. Das... Wären hier die Gebiete. Jetzt wird es zwar arschkalt, aber das könnte ich sogar hinbekommen. Also wenn ich hier... dazu brauche ich allerdings... Technologien. Dampfzentren. Ah, ich sehe da auch direkt Dampfzentren. Also wenn ich hier ein Dampfzentrum reinmache, kriege ich schon mal einige Unterkünfte versorgt.
Wo wohnen noch Menschen, die unbedingt hier wohnen? Noch Menschen, die unbedingt was haben wollen. Und hier eigentlich auch. Diese Dampfzentren sind eigentlich ziemlich geil, finde ich. War schon immer ein Fan von denen. Naja. Na gut. Ich glaube, das reicht auch schon. Kohle ist dann das schlimmere Übel. Kohle wird dann eher benötigt. Gut. Ja, dann müssen wir warten. Ich kann ja sowieso nichts machen. Wenn die nicht arbeiten. Halt, ich habe hier wieder... Ah, schon wieder das Kind? Das Kind ist gestorben. Es ist uns nicht gelungen, das Leben des Kindes zu retten. Die durch die Maschine zugefügten Wunden waren zu schwer. Wir haben getan, was wir konnten, aber es war nicht genug. Ich muss die Eltern informieren. Dadurch wird die Hoffnung, glaube ich, ja, nicht gut steigen. Naja, ich brauche mehr Zeit. Wobei, ich habe schon die Maximalen erreicht. Schade. Das müsste ich erst erforschen. Apropos erforschen. Ich bräuchte dringend mehr Forschung. Technologie. Hier, passt keins rein. Das ist frech. Ist das eine Ruine? Das ist keine Ruine. Mist. Okay, es wird bald sehr kalt. Die Schneegrube ist genau zwischen den alten Statuen vorm Generator. So, wo sind denn... Stahltürme vor Generator. So. Wo ist da diese Grube? Hey, listen! Oh, shit. Gione, vielen Dank fürs Followen. Such mit mir eine Grube. Wir suchen eine Schneegrube. Wie sieht denn die überhaupt aus? Moment, wenn ich sie bauen wollen würde, dann sehe ich doch, wie sie aussieht, oder? War das nicht bei Technologie? Wo war denn das dann? Schneegrube. Ach! Ah, so sehe ich es natürlich auch. Aber kann ich die nicht abreißen? Das letzte. Okay, kann nicht abgerissen werden. Ja, dann kann ich doch eine neue bauen und dann... Kann ich nicht verwesen. Da sollte ich sie natürlich nicht hin tun. Da ist ein wichtiges Gebäude. Hier hinten. Da kann ich sie hin tun. Hier ist ein guter Ort. Die Straßen hast du drumherum entfernt? Ja, ich entferne sie generell. Und setze sie einfach an einer anderen Stelle wieder hin. So. Ah, gut. Steige die Hoffnung, senke die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ist schon gesunken. Die Hoffnung zu steigern wird jetzt schwieriger. Wir brauchen halt Zeit. Einwohner ist gestorben. Mehr Einwohner? Moment! 2 Tage! Moment! Moment! Was ist hier passiert? Wo habe ich was gebrochen? Ich hatte 2 Tage Zeit. Hallo? Okay. Überlebende. Lass sie... Die Wetterstation wird von mehreren Ingenieuren bemannt, die eine Reihe von Apparaten zur Überwachung von der Lufttemperatur, Windstärke, Windrichtung des Luftdrucks bedienen. Auf Basis dieser Daten erstellen sie die Wettervorhersagen. Kalt? Wir könnten diese Ingenieure in der Stadt gebrauchen. Um uns mit dem Generator zu helfen. Wenn wir die Wetterstation schließen, werden wir jedoch die Wettervorhersage verlieren. Sie könnten sich darauf verlassen, dass es immer kälter wird, sagt die leitende Wetterforscher. Der leitende Wetterforscher. Es wird immer kälter? Ach was. Okay. Dann lassen wir sie auf ihren Posten. Ich weiß zwar nicht, für was Wettervorhersagen wichtig sind. Aber gut. Geht mal einfach weiter den Weg. Puh. Also jetzt sterben gerade die Leute bei mir. Das ist nicht gut. 8 Schwerkranke. Ach du Gott. Hier ist es sehr kalt.
Es ist sehr kalt zu arbeiten. Es wurde gerade sehr kalt. Oh, letzte Warnung. Sir, die Einwohner sprechen offen über ihre Pläne, sie zu stürzen. Ihre Hoffnung... Hallo, Moment. Was sollen wir unternehmen? Du hast zwei Tage gezeigt, die Hoffnung zu steigen. Okay. Okay. Das geht ein bisschen zu schnell. Die Hoffnung steigern. Wie kann man die Hoffnung schnell steigern? Fliegende Jäger habe ich noch nicht. Hätte ich vielleicht erst auf das gehen sollen, technologisch? Ich habe ja nicht viele Möglichkeiten, die Hoffnung zu steigern, muss ich zugeben. Das ist schlecht. Ich bin technologisch noch nicht so weit. Habt ihr die Grube schon gebaut? Ich glaube schon, oder? Dann kann ich die Grube hier in der Mitte wegmachen. Gesundheit? Nee. Einwohner? Schneegrube. Jetzt ist da draußen eine, jetzt kann ich die wegmachen. Jo. Und hier kommt stattdessen ein weiteres Dampfzentrum. Damit die Leute nicht so frösteln. Ah, sterben mehr Leute. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Zwei Tage. Es kommt immer wieder. Okay, auf Kohle muss ich dann nicht so viel Wert legen. Das ist schön. Was ist hier? Die Lagerkapazität ist voll. Das ist schlecht. Heißt, ich brauche mehr Lager. Rohstoffdepots. Wenn ihr Ruinen wegmachen würdet, könnte ich neue Sachen hinbauen. Dumm. Sehr schön. Ruine schöpfen. Manche Ruinen wurden beseitigt. Die Leute haben bemerkt, dass sie sich darum bemühen, die Stadt von den Ruinen zu befreien und wissen das zu schätzen. Okay. Die Hoffnung steigt leicht an. Oh, nein! Das ist ja gar nichts! Ja, die Leute sterben. Moment, wie viel habe ich jetzt gerade entfernt schon? Scheinbar habe ich schon einiges entfernt. Oh ja, ich habe jetzt viele Leute wieder zur Verfügung. Dann schauen wir mal. Hier ein paar. Hier ein paar. Hier ein paar. Hier ein paar. Okay, das. Im Prinzip läuft's. Sehr frostige Angelegenheit hier draußen, aber was kann man denn dagegen machen? Sehr frostige Angelegenheiten. Puh. Dann sind wir mal gespannt. Eine weitere hölzerne Ruine. Gibt es dafür eine Übersicht, was alles eine hölzerne Ruine ist? Eine Stimme in den Ruinen. Wir müssen dem Kind helfen. Die Hoffnung wird sowas von niedergemetzelt. Gut, gut. Ich glaube, der Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Etwa 4 Stunden. Nahrung ist noch genug da. Einwohner sterben. Aber das sollte bald aufhören. Stahlruinen erschöpft. Das Sterben der Einwohner müsste in naher Zukunft aufhören. Eigentlich.
Noch ein Einwohner ist gestorben. Sehr bald endet es. Sehr bald. So. Damit können die wieder arbeiten. Schwere Erkrankung. Das ist schlecht. Was ist hier? Ich verstehe. Das ist jetzt... Ich kann da noch nichts machen. So viele Möglichkeiten habe ich dann. Hallo, ihr habt mich gerade erst eingesetzt. Lasst mich doch jetzt mal was machen. Bevor ihr mich wieder absetzen wollt. Oh, hier wird Platz frei. Haben alle denn eine Wohnung? Scheinbar ja. Wohnungen werden nicht benötigt. Was wird benötigt? Kampfarena. Hier wird eine Kampfarena benötigt, eindeutig. Hier wird auch eine Kampfarena benötigt. Lasst die Leute kämpfen. Mist, das sind Ruinen. Zu viele Ruinen. Das sind auch zu viele Ruinen. Beim neuen Versuch muss ich hier anscheinend erst freimachen. Das muss frei gemacht werden. Dann holt euch mal Frostbollen. Vorratslager. Kann ich irgendwie deren Hoffnung steigern, ohne... Ja, das Versprechen gebrochen, das ist heftig. Und ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich habe 2 Tage Zeit. Ich habe doch sofort die Dampfzentren hingebaut. Damit war es für mich erledigt. Tag freigeben, Hoffnung steigt an. Und es wird gleich durch den nächsten Toten wahrscheinlich wieder weggemacht. Dort oben kann ich entscheiden, worauf das Lager gehen soll. Das Lager geht auf Kohle. Okay, das nächste Mal weiß ich, als erstes muss ein Lager her. Wobei, müssen Lager zwingend her? Fliegende Jäger erforscht. Das ist was Geiles. So. Erkundung und Industrie. Fabrik. Dann brauche ich keine Menschen mehr, wenn ich eine Fabrik habe. Das ist jetzt nicht hilfreich. Ich brauche irgendwas, um, falls ich überhaupt noch die Chance dazu habe, um die Leute zufriedener zu machen. Stahlwerk ist gut. Mauerbohrer haben wir scheinbar. Ich habe gar nicht geschaut, ob wir einen Mauerbohrer auch im Einsatz haben. Naja, die Heizkörper halt. Dampfzentren Reichweite ist auch was Geiles. Mach mal Dampfzentren Reichweite. Damit haben wir dann alles prinzipiell. Nahrungsmittel. Fliegende Jäger. Okay. Stahl ist die Mangelware. Nichts außer Stahl. Eine Rohnahrung ändern die Essensrationen. Rohnahrung haben wir nämlich nicht so viel. Ein Tag. Ich habe nur eine Möglichkeit, um... Was ist das? Achso, wird aufgerüstet. Ja. Stahlruinen sind erschöpft, sind schön. Dann sollten die ganzen Behausungen hier schneller fertig werden. So, wir haben keine Rohnahrung mehr. Wir haben jetzt alles umgewandelt. Weil Platz war, haben sie alles umgewandelt. So, die Unzufriedenheit sinkt. Kaltes Zuhause. Wer hat denn kalte Behausungen?
Trotz Dampfzentrum. Moment. Das ist tatsächlich. Die werden bloß kühl gemacht. Ei. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist richtig schlecht. Auch ein Vorteil. Die Jagdhütten brauchen keine Beheizung. Was ist da in der Mitte? Das Speisehaus, ja, das kann man auch beheizen. Das ist schon warm, das passt. Um den Generator, den zu reparieren, das, da kümmern sie sich. Ja, die Zelte. Die müsste ich eigentlich verbessern. Und dazu fehlt mir der Stahl. Oh ja, der fehlt mir extrem. Na super. Stahl ist Mangelware, nicht Holz. Holz kriege ich massenweise. Sammelt ihr auch schön beim Stahl ein? Wo habe ich hier Stahlruinen? Ne, da sammle ich nicht ein. Hier, sammelt mal Stahlruinen. Die kann ich gebrauchen. Kinder an die Stahlruinen. Richtig, ja, genau. Die Jäger müssen fertig werden, damit die hier ein bisschen mehr Nahrung produzieren. In der Nacht. Spähe sind angekommen. Bringt uns Hoffnung. Was haben wir hier? Eine Stahlbrücke. Ah. Ja, dann geht weiter. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Die Späher müssen uns Hoffnung bringen. Jetzt wird das bald wieder wärmer. Es war fatal, dass dieser eine Wunsch nicht erfüllt wurde. Ach, Gesetzbuch. Und Hoffnung wiederherzustellen. Die in der Nähe leben. Nachbarschaftswache. Oder Gebetshaus. In der Nähe leben und treffen sich zum Gebet, was ihre Hoffnung steigert. Beides nicht schlecht. Entweder ich werde zum geistigen Führer oder zum richtigen Führer. Ach, werden wir zum richtigen Führer. Das war zumindest letztes Mal schon effizient. Ordnung. Ein Wachturm. Wenn hier welche unzufrieden sind, dann sollen sie es dem Wächter sagen. So, am liebsten würde ich hier was wegreißen, damit es Platz hat. So, hier kommt ein Wachturm hin, hier kommt ein Wachturm hin. Warum müsst ihr alles so vollstopfen? Ist alles voller Stuff. Hier könnte ein Wachturm hin. Braucht bloß einen kleinen Weg. Das kriegen wir aber hin. Kann ich noch einen Wachturm bauen? Ich pflaste einfach alles mit Wachtürmen zu und hoffe einfach, dass das reicht dann am Ende. Weil das ist meine einzige Hoffnung, wie ich hier die Hoffnung wieder steigern kann. Ich hätte sofort darauf gehen müssen, wie es aussieht. Wo sind Leute ohne Hoffnung unterwegs? Hier. Ja, hier hinten. Ah, ihr seid auch an einem ziemlich aussichtslosen Fleckchen Land. Ah, wie schon mal erwähnt, hier, wenn das aufgeräumt wäre, könnt ihr was bauen. Das abzureißen bringt mir auch nichts mehr. Ein Tag. Nicht mehr lange Zeit. Die brauchen auch Leute, die Wachtürme. Die brauchen Arbeiter. Na komm. Ja gut, das kriegen wir hin. Yeah. Mehr. Die Hoffnung steigt. Aber nur minimal. Ach, die Hoffnung steigt zu gering. Ja, das ist verhunzt. Ich brauche da dringend mehr Leute. Ich hätte es von Anfang an machen müssen. Die Hoffnung hätte niemals so runtersteigen dürfen, dass ich
in die Bredouille kommen, nur noch kurze Zeit zu haben. Es war zu früh. Obwohl, das war jetzt ein guter Boost. Hoffnung. Ein Automaton. Der Automaton arbeitet unermüdlich. Den kennen wir doch schon, oder? Ja, den kennen wir schon. Keinen Außenposten errichten. Das ist egal. Wir kriegen einen Automaton. Geht mal erst hier hin, zum gefrorenen Teich. Ich kann mir schon vorstellen, was beim anderen ist. Das mit dem Abreißen der Zelte und am Generator bauen, ja, würde ich gerne machen. Problem ist, Rohstoffe. Mir fehlt Stahl. Ohne Stahl geht da nichts. Was ist hier los? Was ist das? Warum ist da... Leute sind unter den Ruinen gefangen. Das sehe ich zum ersten Mal, glaube ich. Könnt ihr dann die Ruinen aufräumen? Oder so? Eine Besorgte, gebt ihr einen Tag frei. Gebt ihr einen Tag frei. Immer einen Tag freigeben. Hoffnung. Ja, die Hoffnung steigt wieder. Ach, vielleicht kriegen wir es noch hin. Wir haben noch einen Tag Zeit. Nix, die Tage des Captains sind gezählt. Gerade so klappt es irgendwie. Wirtschaft. Einwohner mit freien Betten hätten wir. Okay. Kohle. Okay, wir haben jetzt zu wenig. Wir haben auch deutlich zu... Oh Gott, deutlich zu wenig Nahrung. Mir wäre es recht, wenn jetzt einige Leute sterben würden. Mir wäre es... Oh Gott, 2 Stufen niedriger. Ja, in der Nacht kann ich nicht viel machen. Oh Gott, die Nahrung ist zu Ende. The Workshift starts. Das ist schön für uns. Es wird bald wärmer. Die Hoffnung ist aber noch nicht... Ja, jetzt müssen wir abwarten, ob es mit der Hoffnung klappt oder nicht. Wenn nicht... Dann haben wir es halt versagt. Die haben einiges wieder freigeschaufelt, das ist schön. Oh, wir haben bald die kompletten Ruinen, zumindest laut unserer Auftrag, weg. Hier hinten. Genau. Schneegrube, ja. Da wird schon gearbeitet, da ist es zu kalt, aber es wird gearbeitet. Kinder. Stahlruinen, hier damit. Da wird schon gearbeitet. Stahl. Hier sind die ganzen Stahlleckereien. Lecker Schmecker Stahl. Den hätte ich holen müssen. Schon sehr viel früher. Ich habe zu viel Holz genommen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Muss ich zugeben. So. Einwohner. Häuser bauen. Stahl ist uns ausgegangen. Nein. Nein, nicht sterben. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Na, und damit... Oh, steigt an. Nee, die Einwohner sterben, deswegen geht das runter. Ach, das hilft uns nicht weiter. 10% weniger Kohle. Im Prinzip ja. Nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Nahrung. Wir könnten Treibhäuser machen. Da brauchen wir Cores. Gut, wir brauchen...
Hat es nicht mal einen Chor bloß gekostet? Das ist doch teuer. Absolut teuer. Sie haben Wucher. 10%. 10% ist nichts, was mir gerade auf die Schnelle was hilft. Ich könnte Automat uns selbst herstellen. Ah, Generatoreffizienz. Es wird bald sehr wärmer. Im Tod getrennt. Sir, wir haben festgestellt, dass die Toten in den Schneegruben in zwei Haufen unterteilt sind. Auf dem einen liegen die Opfer von Bränden und den brutalen Versuchen, die Unruhen einzunehmen. Schusswunden erlitten. Auf dem anderen Haufen verkohlte Leichen der Täter, dem letzten Anführer und seinen Männern. Man solle sie aus der Stadt werfen, weit weg von anständigen Leuten. Sie haben bereits für ihre Vergehen bezahlt. Hoffnung, ich brauche Hoffnung, das ist gerade das, was ich brauche. Verdammt, wenn die Leute sterben würden. Das kann ich schlecht verhindern. Die müssen raus in die Kälte und das Zeug holen. Kohle ist wichtig. Nahrung ist wichtig. Nahrung ist auch sehr wichtig. Ja, das ist wichtig. Nahrungsmittel. Oh, sind die teuer. Wenn die Nahrung nämlich bald ausgeht, dann werden sie erst recht unzufrieden. Stahlruine schifft. Okay, das bedeutet, ihr könnt woanders arbeiten. Ist auf jeden Fall sehr übersichtlich. Unübersichtlich. Sehr gut. Ah ja, stimmt, die Häuser sind fertig. Okay. Wo haben wir da draußen? Wie viel passen da rein? 10. Achso, die gehen automatisch schon in die besseren Orte. Gut. Stunden. 3 Unwohner sind wir. Das wird nichts werden. Ja, die Hoffnung. Die sterben mir weg. Ja, ich akzeptiere mein Schicksal, dann werde ich halt abgesetzt. Haben wir falsch begonnen. Und hier ist auch nichts, gar nichts, was uns weiterbringt. Der Weg ist auch unnütz. Na gut. Das Spiel ist verloren. Also dieser Versuch ist verloren. Beschleunigen wir kurz und dann. Ja. Die Unzufriedenheit ist in Ordnung. Die ist gesunken. Aber die Hoffnung ist das Schlimme. Und der Generator fährt darunter, super. Jetzt ist nicht mal Kohle da. Oh, es wird wärmer. Ihr setzt mich ab. Dafür werdet ihr da drauf gehen. Deine Zeit ist gekommen. Und tschüss. Ich hab's versucht, ja. Ich hab mein Bestes getan. Versucht hab ich's. War aber auch mit der Situation etwas überfordert.